Willkommen zurück bei Horizon. Hupsa, mein Mikro. Entschuldigung, voll professioneller Start. Bei Horizon Zero Dawn. Hier geht's weiter. Wir müssen uns hier durch die Ruinen kämpfen und das wird ein ganz, wir wissen das schon jetzt, ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Ein Verderber haben wir bereits hinter uns und wir müssen halt ewig auf der Hut sein, dass wir nicht aus Versehen in die Falle laufen und irgendwen übersehen. Wer noch ein Beispiel brauchte, hat es nun erhalten. Der Fokus, unser steter Begleiter und Freund. Und wir haben, während wir hier unterwegs waren, schon immer und immer wieder schwere, und ich meine schwere Schritte gehört. Wer noch irgendeines Beweises braucht, wird hier. Scheiße. Also richtig schwere Schritte haben wir da jetzt gerade wieder vernommen. Irgendeine Riesenmaschine ist hier unterwegs. Und ich habe zu Beginn einen Pfeilwerfer. Ich sage immer Pfeilwerfer. Warum Pfeilwerfer? Ich habe zu Beginn einen Seilwerfer erhalten. Und ich vermute fast, dass ich den mal jetzt dann doch ausrüsten werde. Denn irgendwie müssen wir dieses Riesenvieh ja noch loswerden. Eigentlich ist es nur ein grüner gewesen. Ich schaue gerade mal, ob der irgendwie andere Werte hat als der, den ich ohnehin habe. Nee, es ist der identische und wir werden den mal auf. Ah, es ist so schwierig. Der Falle. Ich nutze statt der Falle dann lieber den Kriegsbogen. Dann mache ich da die Statusveränderung hin. Wir müssen gucken, dass wir das hinkriegen. Brauche mich nicht hier einfach hochzuklettern gerade, aber okay, wir können es dennoch tun. Moment. Und hier Klettermarkierung. Eben hatte ich noch welche gesehen, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Da. Na komm. Nein, sag mal. Klingt total. Beruhigend. Vor allen Dingen spinnt mein. Wenn ich den hier anmache, dann pfeift das so. Das ist ja krass. Eine Explosion. Minimal. Irgendwie das Radio an hier. Ich sag mir mal, den normalen Weg kann jeder laufen. Ich bin lieber ein bisschen ab vom normalen Weg. Sehr gut. Ich bin minimal angespannt. Ihr merkt es an meiner Ruhe. Je weniger ich rede, desto mehr fordert mich gerade dieses Spiel. Hier haben wir die nächste Gefäß. Freue ich mich aber. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Gefäß. Schöner Becher. Bestimmt ein Koya-Becher aus dem Merch-Shop, ja. Okay, ja, wir spielen was anderes. Wir spielen vielleicht ein bisschen Pac-Man oder so. Schwäche, Feuer und Blitz. Leider wird mir der Rest nicht angezeigt. Doch, da. Kanonengeschütz. Notizbuch. Maschinenarten. Werter Herr Todbring. Easy. Also gut, ein Repertier-Kanonengeschütz.
Zerstörung deaktiviert ist. Schwäche hat's nicht. Hat mir auch angezeigt, wo sich das befindet. Gerade nicht. Kühlstäbe. Dieses Bauteil liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Die Zerstörung dieses Bauteils verursacht hohen Schaden und die Maschine überhitzt schneller. Liegt frei, wenn sie überhitzt. Okay, da sollten wir es vielleicht irgendwie drauf anlegen. Das heißt, wir müssten ihn in die Temperatur hochtreiben und dann liegen die Kühlstäbe frei. Und dann können wir sie beballern. Kern. Dieses Bauteil liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Treffer verursachen schweren Schaden und hier hohen Schaden. Schwer, hoch, was ist schlimmer? Weiß man nicht. Also wir müssen ihn überhitzen auf jeden Fall. Flammenwerfer hat er auch noch. Granatenwerfer hat er. Also überhaupt kein Problem. Entlüftung. Also wir müssen sie zum Überhitzen bringen. Dann ballern wir schwer drauf mit den Absprengpfeilen. Oder mit. Oder wir machen mehr Abriss auf unseren. Das mache ich auch machen. Treffer auf dieses Bauteil fügen der Maschine größeren Schaden zu. Die schwere Waffe kann aufgehoben und benutzt werden, wenn sie von der Maschine abgetrennt wurde. Schwarmwerfer. Ja, also das Ding ist eine Waffe auf Waffenbeinen, habe ich so das Gefühl. Das ist evil. Das ist richtig übel. Ich glaube, wir müssen aber draufballern, weil wenn ich das nur abschlage, diese Teile, dann gibt es den Schaden nicht. Insofern brauchen wir sowohl Abriss als auch Schaden. Waffen modifizieren. Ich versuche das einfach mal jetzt so. Hier haben wir Abriss, da haben wir Abriss. Ich glaube, das ist eigentlich soweit eine ganz gute Sache. Kriegen wir nochmal irgendwie... Da haben wir nochmal 38% Abriss. Dafür verlieren wir allerdings viel Schaden. Schaden und Abriss haben wir nicht nochmal irgendwie zusammen. Okay. Dann müssen wir mit klarkommen. Immerhin 46 Abriss sind da drauf. Halte ich eigentlich für eine ganz gute Variante. Dann ist halt die Frage, womit kriegen wir den in den Feuerzustand am besten? Da müssen wir diese Pfeile für bauen wieder. Okay. Da brauchen wir also Feuerpfeile reichlich. Die haben wir. Abrisspfeile werde ich jetzt auch mal aufrüsten. Seile haben wir. Das brauchen wir eigentlich nicht. Was war das andere Blitz, wo er noch entsprechend drauf reagierte? Das heißt, mit Schock könnten wir auch noch arbeiten. Haben wir aber auch ein paar Pfeile. Gut. Ja. Okay. Wir müssen jetzt eh noch ein paar Meter laufen. So wie ich das sehe, müssen wir da irgendwie außen rum. Oder kriege ich den eventuell? Von hier? Kann man da klettern? Nee, ne? Wird nicht so ohne weiteres gehen. Irgendwo hochklettern könnten, um den schon mal irgendwie so ein bisschen... So viel zum Thema Sicherheit. Sicherheit geht vor, weißt du doch. Noch eine Explosion. Fall hoch. Das ist vermutlich auch gewollt. Obwohl? Hm? Nee, auch nicht. Schade. Na komm. Na komm. Da. Hier ist eine Alpha-Wand. Ich dachte, das wäre Open World. Ich wollte da oben drauf, weißt du. Ich will da nicht rein. Das ist eine Arena. Das ist eine Falle. Das sieht man auf den ersten Blick. Sowas macht man nicht. Das ist Lesson One. Das. Ja.
Herstellen, Fallen und Tränke, Fallen. Detonierende Sprengfalle, Sprengfalle. Annäherung ausgelöst, beschädigt alles innerhalb ihres Sprengradius. Wir bleiben auf der Schockfalle, dass er eventuell dadurch betäubt ist. Und dann, wenn er dann betäubt ist, decke ich ihn hoffentlich dann mit entsprechend Feuerfallen ein. Probieren wir es mal so. Er hat selbst einen Flammenwerfer. Oh, was war das jetzt für ein Trank? Ich dachte, das wäre der Feuertrank gewesen. Ja, doch, Feuerwiderstandstrank. Da stellen wir gerade nochmal ein paar her. Schock hatte er, glaube ich, nicht. Das sieht ganz nützlich aus. So, mehr kann ich jetzt aber in der Vorbereitung nicht machen. Geschützt drin! Und Feuer! Waffen einsatzbereit! Wir rücken aus! Und Tempo bitte! Keine Trödelei! Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Scheiße. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Ist das dein Ernst? Wie viel Gegner hast du denn hier bitte? Kommt der hier vorbei? Der kommt da vorne vorbei, okay. Ich hoffe, dass ich da nicht entdeckt werde, wenn ich den jetzt mit stillem Schlag töte. Ich hoffe, dass ich den stillen Schlag hier ausführen kann. Dann wird wieder Tag, wenn auch sehr abrupt irgendwie. Okay, den haben wir. Das immer noch auf der Suche. Adam, nach den mir. Hat's erwischt. Ja, den hat's erwischt. Ja. Komm mal her, ich hab da was für dich. Jemand von uns hat's erwischt. Okay, nee, jetzt ist keine gute Idee, was zu schlagen. Lassen wir ihn mal kurz. Wir sind hier völlig unsichtbar und sieht niemals einer. Das Geräusch nervt fast mehr als die Tatsache, dass ich hier gesucht werde. Gut so. Okay. Wieder hoch auf seinen Platz. Wir müssen das ganz langsam und ruhig machen. Hier sind so viele. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl seine Schwachpunkte sind? Wir müssen das einfach nach und nach machen. Wer liegt hier? So, der Schatten befiehlt es.
Ist doch gar nicht auffällig, dass so rings um diesen Bereich, wo das Gras ist, die ganzen Leichen liegen. Aber wie gesagt, wir müssen das jetzt auf diese Art und Weise ganz gemütlich machen. Wenn ich jetzt hier ballern würde, in dem Moment, wo die suchen, bin ich sofort entdeckt und dann habe ich echt ein Problem. Gut, den könnte ich jetzt unter Umständen. Tja. Weil die anderen gerade weit genug weg waren. Das wäre ein Fehler. Müssen wir bessere Position für haben. Vor allem müssen sie stehen. Aber wir haben schon mal ganz gut dezimiert. Da oben den kriegen wir doch jetzt, oder? Ja, so ist doch nett. Dankeschön. Gut, aber diese Waffenmaschine ist schon echt übel. Also, dann haben wir da jetzt noch einen, der da läuft. Komm mal her. Das ist doch ein Kumpel von dir. Scheiße. Ja, schneller. Wenn ihr nicht damit. Er ist nichts. Schlaf, Maschine, schlaf. Papa, dein Papa ist, keine Ahnung, ein Betonmischer und deine Mama eine Waschmaschine. Schlaf. Maschinchen. Schlaf. Schlaf endlich, du Idiot. Oh Gott, das baut sich überhaupt nicht ab. Deine Aufmerksamkeit ist, glaube ich, ein bisschen höher als die dieser anderen Viecher. Scheiße. Oh ne, jetzt ist weg. Gut. Da müssen wir jetzt nur noch einmal warten. Ich glaube. Hinten ist noch einer. Hinten ist noch ein Arsch. Ah, das klingt wie ein rückwärtsfahrender Fackel hier, das Ding. Das ist ja furchtbar. Ja. Ah. Stehen und schau mich an. Los, Kopf hoch! Wie das auch einfach gerade so passte. Der Sound so... Okay, gut. Pass auf. Wir müssen uns mal davon schleichen. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Doch noch dieser Kollege. Ich dachte, den kriege ich dann jetzt von hier. Hinten ist noch einer. Ist das der? Hm. Den hätten wir. Und jetzt wollte ich eigentlich runter. Bin gar nicht da. Jetzt wollte ich eigentlich runter und ein paar Fallen noch verteilen. Ich kann ja schleichen. Und dann wollte ich da so ein paar schöne Sprengfallen verteilen. Du siehst mich nicht hier hinter, oder? Dann verteilen wir da unten ein paar schöne Sprengfallen. Dieser kleine Bastard da hinten, der wird noch mein Verhängnis, ich sehe das.
sollte immer vorbereitet sein. Alles genau. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn eine Sprengfalle in der Nähe einer Blitzfalle losgeht, ob die irgendwie alle gleichzeitig losgehen, wenn der da reingeht. Aber das werden wir sehen. Aufmerksamkeit. Gut, dass ich so eine schöne Tarnung habe. Weißt du, ist überhaupt nicht auffällig, so hinter ihm jetzt alles voll mit diesen Fallen. So ein ganzer Wald aus Fallen. Ist gar nicht auffällig. Ist gar nicht. Beruhig dich einfach wieder. Das ist ein schöner Wald hier. Gefällt mir. Also ich finde, so kann das bleiben. Wow, da haben wir noch hin. Ich habe ja noch ein paar, weißt du? Komm. Oh, habe ich nicht mehr. Doch hier. Komm. Ja, noch was finden. Komm, ich geh da jetzt hoch. Ganz ehrlich, der ist doch hinüber, bevor er überhaupt merkt, was passiert. Gut, Leute. Wünscht mir Glück. Ich könnte es gebrauchen. Bring wir es hinter uns. Bewegt sich nicht? Der Treffer hat dem Ding richtig wehgetan. Okay. Der bewegt sich gar nicht. Warum sagt mir das keiner? Das die war Dinger jetzt. Haben es in sich. Das ist okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Dafür habe ich jetzt diesen Aufwand betrieben. Für diese Schrottmühle. Todbringer. Oh, ein Todbringer. Oh, oh. Da habe ich aber Angst. Was ein Glück, dass ich Fallen einsammeln kann, wenn ich diesen Skill nicht hätte. Ich würde jetzt kotzen. Ich würde im Kreis kotzen. So ist es wenigstens nur vertane Liebes... Weißt du, diese Scheißdinge bewegt sich nicht mal mehr, ist sofort überhitzt und hält dann zwei Pfeilchen aus auf seinen super Eclipse-Fokus. Okay, schauen wir mal. Damit. Mal sehen, was du mein zu sagen Ohrring. Hast. Oder so. Ihr wollt eigentlich noch ein bisschen Fallen aufsammeln, aber gut, vielleicht helfen sie mir noch. Oh. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Da hast du wohl diese Obermaschine gehört gerade. Was zur Hölle war das? Das war die Obermaschine. Hades? Ja. Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich
muss irgendwie in den Turm kommen. Aha. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Ah. Letzten Endes haben wir uns dadurch verraten, dass wir noch leben und wie viele Fallen stehen denn hier rum? Nehme ich alles mal mit, das ist ja super Loot für uns hier. Möchte nicht darüber reden, aber Vorsicht ist besser als, weißt du, sonst gehe ich super ungeplant in so einen Kampf rein, kriege voll aufs Maul, hab dann kilometerlange Kommentare und ein Video, ja, musst du mal ein bisschen mehr gucken und ein bisschen mehr planen und mal ein bisschen die Gegend anschauen. Jetzt mache ich das und dieses scheiß Ding bewegt sich nicht und fällt nach zwei Fallen um. Unakzeptabel. Okay. Hey. Ja. Mhm. Wir haben da gerade was zum Modifizieren. Vor allen Dingen der Seilwerfer macht voll Sinn, wenn dieses Ding sich eh nicht bewegt, weißt du? Ja, das war meine Stirn. Mann. Ist doch alles nicht wahr. 36% Feuer, 6% Handhabung. Abriss. Oh, wegen 4% Feuerschaden die Handhabung zu opfern. Vielleicht jetzt nicht so super. Was hatte ich noch an Dingern jetzt gerade gefunden? Abriss haben wir nochmal. Nochmal 39% Abriss. Bisschen Abwrackprämie hier. Komm, was haben wir dann? 39%. Ja, gut. Brauche ich alles nicht mehr. Ich hab schon so gute Dinge. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das lief ja wie am Schnürchen. Und dann geht's hier rein in diese... War ich doch nicht so falsch. Da scheint es irgendwie in den Untergrund zu gehen. Das wird lustig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.